Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns zu unserer neuen Ausstellung von Daniel Kühn, extra frisch. Mit dem Ausstellungstitel Extra Fisch führt Daniel Kühn uns weit in die Thematik seiner Ausstellung hinein. Extra Fisch könnte im Sinne von besonders neuartig gelesen werden oder übersetzt werden. Was bedeutet, dass er dem Publikum etwas zeigen will, was es bisher noch nie gesehen hat? Nun, all jene, welche schon mal versucht haben, etwas Eigenes, noch nie Dagewesenes hervorzubringen, werden spätestens bei der tieferen Recherche herausgefunden haben, dass es sehr schwierig ist, sowas zu tun. Etwas zu denken, zu fühlen, zu machen, zu planen, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. Ein Fakt sehr wahrscheinlich, den man als Grundnot des Typus genialistischer Künstler bezeichnen kann. Dieser Moment der Erkenntnis hat schon manche Künstlerseele an den Rand des Wahnsinns gebracht oder gar darüber hinausgeschubst. Wir erinnern uns vielleicht an das Ohr von Van Gogh oder das Ableben von Kurt Cobain. Lässt man aber seinen Blick hier durch die Galerie schweifen, merkt man schnell, dass dieser Ansatz nicht stimmt. Was man sieht, ist Fotografie, ohne Tricks und Verrenkungen, sehr ansprechend und gediegen präsentiert hinter Glas. Einfach Fotografie. Bewegen wir uns also noch von einer anderen Seite an dem Wortlaut des Titels heran. So wie es wohl auch von den gleichbezeichnenden und titelgebenden Fisherman's Friends Pastilen gemeint ist. Und übersetzen wir mal extra mit außen und frisch mit kalt. Außen kalt. Dazu kam mir spontan so ein Unwitzensinn, den wir uns jeweils in der 5. Klasse erzählt haben, der so lautete: Nachts ist es kälter als draußen. Ein primitives europäisches Haiku, das sehr wahrscheinlich dazu an, oder mich mindestens dazumals angeregt hat, darüber nachzudenken. Ich kam zu keinem Schluss, aber nachdenklich hat es mich gemacht. Das ist wohl eine Betrachtung, die uns näher an die Substanz der Ausstellung bringt. Die künstlerische Hervorbringung kann im Altgriechischen mit Poiesis übersetzt werden, was ja der Wortstamm ist von Poetik. Als seismografisch empfindlich und wahrnehmendes, und jetzt bei Wahrnehmung sind wir auch wieder beim altgriechischen Aisthesis, was der Wortstamm ist von Ästhetik. Also die künstlerische Hervorbringung als seismografisch empfindliches wahrnehmendes Membran zwischen inneren und äußeren Welt des Künstlers. Für diese Deutung spricht wohl am ehesten dieses Selbstporträt hier. Wir sehen da den Künstler selber, welcher janusköpfig in kubistischer Überlagerung in alle Richtungen schaut, in sich selbst und nicht zuletzt auch auf das benachbarte Bild. Auch dieses Bild ist für mich wieder ein Janus, es ist ein Doppelbock. Wir sehen vorne das Hirschgeweih vom Hirschbock, was eine Insignie ist, von Potenz, montiert auf einen simplen Montageblock Bock aus Holz. Dieser Janus offenbart sich einerseits in der Wirkung nach außen, der einnehmende Eindruck, der ein Künstler eigentlich von der Gesellschaft forciert ist zu machen. Oder kennen Sie einen Künstler, der so duckmäuserisch ist, man nimmt sowas irgendwie nicht so wahr. Künstler muss Künstler sein. Und dann aber auch die skeletöse Konstruktion dahinter, die er zu errichten gezwungen ist, um diesen Eindruck überhaupt erwecken zu können. Nur dazu möchte ich noch schnell ausholen. Natürlich müssen Sie jetzt Daniel Kühn nicht umbringen, um an eine Trophäe zu kommen. Es reicht natürlich für so eine Galerie, Sie können ein Bild kaufen bei uns. Ja. In den anderen Fotografien schweift Daniel Kühn durch sein Atelier. Sein Atelier ist sein Hof weit über den Dächern von Luzern. So werden zum Beispiel in diesem Bild Jahrzehnte der Setzungen von Gerätschaften als verstaubter Fundus für das Schaffen in Abbildungen wiedergegeben. Es ist wie ein Seitenhieb auf das gegenwärtige Kunstschaffen, wo sich viele Leute mit vollen Händen aus dem Fundus der Kunstgeschichte bedienen. Wir haben alle diese Neoismen im Kopf.
Es ist auch eine Doppelbödigkeit, die auch in diesen Bildern wieder vorkommt. Es sind so zwar dunkle Bilder, aber sie haben sehr frische, frühlingshafte Töne drin. Und erst bei der näheren Betrachtung merkt man, dass es sich um totes Pflanzenmaterial handelt. Die Ausstellung schlussendlich kulminiert in einem Bilderrausch, den wir hier überall sehen. Kleinformatige Filmstills, welche Landschaftseindrücke um den Hof als umfassende Amerikanata darstellen. Irgendwo frei pennen zwischen Luzern und Dakota, zwischen William Eggleston und David Lynch, bis diese Motive übergehen in schwarz-weiße Winterlandschaften da hinten und weißes Rauschen. Dieses weiße Rauschen auf dem Monitor möchte ich auch noch gern benutzen, um Sie darauf hinzuweisen, dass wir die Sommerpause genutzt haben. Wir haben eine neue Webseite erstellt, ich möchte Sie gerne darauf einladen, www.alpineum.com mal anzuschauen. Auch da gibt es oben rechts einen Link zu Kultur.tv für die Leute, die das erste Mal oder nicht von Anfang an hier dabei sind. Alle unsere Unternehmungen bisher sind wunderbar dokumentiert. Und dann komme ich gleich zu unseren kommenden Veranstaltungen. Bereits morgen schon, die Museumsnacht, nehmen wir auch teil. Ab 7 bis 1 Uhr haben wir hier Bar. Und ab 9 Uhr spielt Monsieur Moriot. Monsieur Moriot ist eine Band aus Stuttgart, welche wohl in einem englischen Songwritertum verpflichtet ist. Er singt aber auf Französisch, so leichter Song, sehr verspielt, melodiös, auf Französisch. Eigentlich ist geplant vorne auf dem Platz, das Wetter wird wohl nicht mitspielen, dann sind wir hier drin, das sehen wir dann. Und dann kommt ein nächstes Ereignis, 4. September bis 6. September, jeweils von 7 bis 10 Uhr, ist bei uns die Gruppe TGN1, was ausgesprochen heißt Group Number One. Sie geben hier ein Gastspiel. In 3 Nächten aber arbeiten Sie ein Spiel mit dem Publikum zusammen, welches dann schlussendlich zur ausgeführt werden. Jeden Tag kommt man weiter. Unsere nächste Ausstellung eröffnen wir dann bereits am 3. Oktober. Monika Kiss-Horvath. Die Ausstellung heißt Alias. Es wird eine neue Arbeit sein, wie man sie von ihr hier in Luzern noch nicht in der Art kennt. Herzlich danken möchte ich noch unseren Unterstützern. Das wäre der Fuka-Fonds der Stadt Luzern. Wir erhalten Kulturförderung vom Kanton Luzern, Bildungs- und Kulturdepartement. Und der Gemeinnützigen Gesellschaft Luzern und die Kasimir Eigensatz Stiftung. Ich danke Ihnen herzlich. Schönen Abend. Okay.